Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einfach mal zwei lustige Halloween Outfits zeigen. Zum einen haben wir hier den Freddy Krüger und zum anderen habe ich hier noch ein anderes Outfit, und zwar einmal den Jason. Und ja, wie man diese Outfits macht, das möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. So, wir fangen dann an bei den Stiefeln. Bei den Stiefeln geht ihr dann einfach zu der Nummer 30 von 116. Die schwarze abgetragenen offenen Stiefeln. Von dort aus dann einmal zu den Hosen. Dann gehen wir einmal zu den Jeanshosen. Und dort haben wir einmal die marine blaue abgetragene Jeans. So, zieht euch dann einfach ein schwarzes T-Shirt an. Dafür gehen wir einfach in die T-Shirts. Dort habe ich dann auf Position 28 von 100 ein schwarzes T-Shirt. So, wir gehen dann einmal zu den Arbeitsjacken und dort haben wir dann die braune Feldjacke auf Position 14 von 32. So, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir einmal zu den Handschuhen hinten hin. Accessoires, dann einmal zu den Handschuhen. Und dort haben wir dann an Position 60 von 62 die schwarzen Lederhandschuhe. So, wenn ihr das soweit alles habt, dann begibt euch einmal zum Maskenladen. So, beim Maskenladen angekommen, gehen wir einmal in die Kategorie Einschüchterung. Und dort haben wir dann auf Position 60 von 61 die weiße Hockeymaske. Und ja, dann könnt ihr das Outfit einfach abspeichern. Und somit haben wir das erste Outfit fertig. Und ja Leute, ich hoffe, euch gefällt das erste Outfit. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu Outfit Nummer 2. Okay, als nächstes kommt dann der sexy Freddy dran. So, wir gehen dafür einmal wieder in einen Bekleidungsladen rein. Gehen dann als allererstes wieder hinten zu den Stiefeln. Und dort haben wir dann auf Position 2 von 116 die schwere Uniformstiefeln. Von dort aus gehen wir dann einmal zu den Oberteilen. Dann gehen wir zu den Pullovern. Und dort haben wir auf Position 35 von 93 die rote Strickjacke. Dann switchen wir einmal rüber zu den Hosen. Dann gehen wir einmal auf den Anzugshosen und dort haben wir die schwarze Knitterhose. Dann gehen wir einmal rüber zu den Hüten. Und dann gehen wir in die Kategorie Fedoras rein. Und dort haben wir an Position 7 von 24 die schokobraune Fedora, den schokobraunen Fedora-Hut. Den dann auch einmal kaufen und von dort aus dann einmal noch zu den Accessoires gehen. Dann gehen wir einmal zu den Handschuhen und dort haben wir dann auf Position 61 von 62 die braunen Autohandschuhe. So, dann sind wir hier im Bekleidungsladen fertig. Dann begeben wir uns als nächstes zum Maskenladen. Am Maskenladen angekommen, gehen wir dann einmal in die Kategorie Monster. Und dort haben wir dann auf Position 76 von 111 die weiße Brand-Psychomaske, die dann einmal kaufen. Und nun müsst ihr einmal den Teleskop-Glitch machen. Ich habe das Outfit ja jetzt schon gespeichert. Wenn ihr euch jetzt den Hut drauf kauft, dann verschwindet die Maske. Um euch die Maske wieder drauf zu glitschen, müsst ihr jetzt einfach den Teleskop-Glitch machen. Dafür begeben wir uns einfach hier vorne an den Teleskop. Spammen dann Steuerkreuz nach rechts, um dran vorbeizulaufen. Öffnen einfach das Interaktionsmenü. Gehen dann auf Accessoires. Und dann suchen wir uns den Hut aus. Den dann einmal auswählen, vom Teleskop wieder weggehen und schon ist das Outfit fertig und können es abspeichern. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.